Moin Leute. Ja, ich bin in Bad Schandau jetzt. Allerdings kein schöner abgelegter Parkplatz, sondern hier mitten auf dem großen Parkplatz am Bahnhof. Hatte gestern nach der Spätschicht auf dem Heimweg die Idee, erscheinen fährst du hier ran. Und da bin ich halt ein Stück weitergefahren und habe mich gestern Abend hierher gefahren. Ich hatte die Woche irgendwann gelesen, dass das Wochenende Königstallfest ist. Da lassen sie auch die ganz alten Königstallbahnen mal fahren. Es gibt hier auch noch eine Modelleisenbahnausstellung und irgend so was und allgemein auch. Scheint ziemlich viel los zu sein. So, nun habe ich in Ruhe ausgeschlafen. Auf dem Parkplatz hier ist natürlich Kommen und Gehen ohne Ende, aber das ist nicht so gut. Solange das Auto zu ist, ist das hier nicht so gut. Habe jedenfalls gut geschlafen und bin auch nie geweckt worden, obwohl hier dicht neben mir auch schon wieder Auto steht. Gestern war hier alles weit. So, jetzt bin ich gerade hier nochmal am Durchblättern gewesen. Was noch so hier los ist? Habe ich gerade gesehen, unten im Programm haben sie ein Bild von der Tamtam Company. Das ist hier eine Band, die finde ich eigentlich ganz gut. Habe ich auch schon einen Ausschnitt auf Video von der Weihnachtsfeier in Kötzschenbroda. Guckt einfach mal durch meine Videos. Weihnachtsmarkt Kötzschenbroda. Da haben die mal gespielt, wo ich die Kamera mit hatte. Ganz schöne Eichenlaub. Das schönste Sommerfest der Region, schreiben die hier. Straßenbahndepot Bad Schandau. Kostenloser Pendelverkehr zwischen Kurpark und Depot. Hüpfburg, Kletterturm, Rangierspiel für Groß und Klein. Vielfältiger Marktplatz rund um die Schiene mit leckeren Dufteisen. Ausstellung von mehreren Modellstraßenbahnanlagen. Infostände von RVSOE, VVO und SDG. Infostand Nationalpark für Kinder und Erwachsene. Und die ganzen einige Kneipen haben hier mit inseriert, dass die Live-Musik haben und Showprogramm. Die Wahl zum Mr. Königstand. Auftritt des Volkschors Ottendorf. Was für der Geni? Wahl zum Mr. Kirnitschtal mit Gewinnprämie in Höhe von 350 Euro. Showprogramm. Eintritt bei Bewerbungen in Klammer ab 18 Jahren bis zum 15.06. an die Königin vom Lichtenhainer Wasserfall. Erotische Modenschau. Aber erst 18.30 Uhr, so lange wollte ich eigentlich nicht hier rumpullern. Mal sehen. Spezialitäten vom Bäucherofen. Wie Sperrribs, leckere Forellen, naja gut, edles Wildbret vom heimischen Jäger. Kühles Bier vom Fass. Das klingt schon mal ganz gut. Naja, werden wir zumindest mal die Straßenbahn.
Scheiterhain macht ja auch wieder Lüchtlager. Vier von sechs kleineren Obelisken zeugen heute noch vom großen Lüchtlager in Scheiterhain. Als der sächsische Hof August des Starken im Frühsommer 1730 hier über mehrere Wochen laufendes Militärlager veranstaltete. Dann haben die ja die Hochzeit von August dem Starken seinen Sohn gefeiert. Aber ist bloß heute. Um aber nochmal den Blick aus dem Fenster zu zeigen. Also so trostlos wie das aussieht, so wie die Kamera die ganze Zeit stand, ist es hier eigentlich nie. Ich stehe ja direkt hier mit Blick zur Elbe. Und da hinten geht's dann hin. Hier bin ich ca. 40 Kilometer von Dresden entfernt in Bad Schandau. Bad Schandau ist der älteste Kurort in der Sächsischen Schweiz. Das mittelalterliche Stadtzentrum ist bekannt für seine gemütlichen Cafés, Geschäfte und Gaststätten. Auch bekannt ist die Toskana-Therme mit ihrer Bade- und Saunawelt. Für einen Kurort üblich gibt es natürlich auch einen schönen Kurpark, der zu kleinen Spaziergängen einlädt. Von hier aus kann man durch das Kürnitztal viele schöne Wanderungen in der Sächsischen Schweiz erreichen. Eine bekannte Sehenswürdigkeit ist auch die Kürnitztalbahn, die hier im Kurpark startet und die uns zu vielen schönen Wanderwegen fahren kann. Heute zum Kürnitztalfest ist hier Tag der offenen Tür und sie haben alles auf die Schienen gestellt, was sie haben. Die Kürnitztalbahn wurde kürzlich 125 Jahre alt. Es ist, wie die ehemalige Lockwitztalbahn, eine metersporige Bahn. Das heißt, die Spurweite misst genau einen Meter. Seit der Stilllegung der Lockwitztalbahn wurde auch ein Zug dieser Bahn hier eingesetzt. Ein Triebwagen der Görlitzer Straßenbahn als Leihgabe zum 125. Bestehen der Kürnitztalbahn. Zwei baugleiche Triebwagen brannten 1927 ab. Blicken wir zurück auf die Zeit so um 1800 bis 1850. Damals konnte man nicht, so einfach wie wir heute, mal schnell in die Sächsische Schweiz fahren, ein Stück wandern gehen und abends wieder heim. Zu
Zum einen gab es keine schnelle Verkehrsverbindung und solche Tagesausflüge waren nur der etwas wohlhabenderen Gesellschaft möglich. Seit 1837 gab es dann eine Schiffslinie bis Rathen, die dann später noch bis Aussicht, dem heutigen Usti nad Labem, verlängert wurde. Erst im Juni 1850 änderte sich das. Es wurde die Eisenbahnstrecke nach Bad Schandau verlängert, die erst 1848 von Dresden Böhmischer Bahnhof bis nach Pirna fertiggestellt wurde. Um den Fremdenverkehr in Bad Schandau etwas publik zu machen, wurde schon ca. 1870 überlegt, eine Pferdebahn durch das Kirnitztal zu gründen. 1893 wurde das Executive Committee zum Bau und Betrieb einer Straßenbahn mit Motorantrieb von Schandau über den Lichtenhainer Wasserfall bis zur Kirnitztalschenke gegründet. Ursprünglich wurde sogar geplant, die Strecke als Ringstrecke auszuführen, beginnend in Bad Schandau über Lichtenhainer Wasserfall, Felsenmühle, Neumannmühle bis zur Kirnitztalschenke in Hinterdittersbach, heute in Tschechien, Zadní-Jedřichovice, dann weiter über Rheinwiese, Mechnyi-Luka, Herrnsgrätschen und entlang der Elbe wieder zurück. Mit dem Bau der Strecke wurde 1897 begonnen. Es wurden erst nur die Gleise verlegt. Erst am 10. Januar 1898 wurde mit dem Bau des Kraftwerks begonnen. Nach einer Erweiterung des Kraftwerks übernahm dieses ca. 1911 auch die Versorgung von Bad Schandau, Königstein, Sebnitz und vielen anderen Gemeinden. Etwa 10 Jahre später wurde das Kraftwerk wieder stillgelegt und die Energieversorgung erfolgte über das Fernleitungsnetz. Der damit installierte Trafo mit Gleichrichteranlage auf 600 Volt Fahrstrom musste bis 1989 seinen Dienst tun. Erst dann konnte er durch eine modernere Anlage ersetzt werden. Die Fahrstrecke wurde aber nicht wie geplant ausgeführt, sondern wurde aus Kostengründen nur von Bad Schandau bis zum Lichtenhainer Wasserfall gebaut. Aufgrund von Protesten vieler Bad Schandauer Händler und Gastwirte wurde die Strecke auch nie durch die Innenstadt von Bad Schandau gebaut. Im Mai 1898 wurden dann die ersten 6 Triebwagen von der Waggon- und Maschinenfabrik AG vormals Busch Bautzen geliefert. Feierliche Eröffnung war am Pfingstsonnabend 1998, bei der sich wegen einiger Entgleisungen die Fahrzeit auf 45 Minuten verlängerte. In den Abstellhallen des Straßenbahnhofs war heute noch eine kleine Modellstraßenbahnausstellung. Diverse Verkehrsgesellschaften stellten aus und für Essen und Trinken wurde auch ausreichend gesorgt.
Bei meiner Recherche zur Körnitztalbahn stieß ich unter anderem auf eine Schilderung eines gewissen Gustav Ringel. Dieser hat zu berichten, als im Jahre 1897 der Straßenbahnbau begann, wurde in mir der Wunsch wach, mir einen festen Arbeitsplatz zu verschaffen. So meldete ich mich bei der Direktion der Elektra zur Einstellung. Mein Wunsch ging mir in Erfüllung und am 20. Mai 1898 wurde ich zum Fahrenlernen zur Zwickauer Straßenbahn geschickt. Schon nach 6 Tagen war die Lehrzeit beendet und somit war ich Straßenbahner geworden. Dann kam der Tag der Einweihung, der als ein großes Fest gefeiert wurde. Begrenzte Wagen, hohe Herren und Musik. Das war der Auftakt. Nur ging die Fahrt nicht so glatt vonstatten, denn die Wagen fanden sich in den neuen Gleisen noch nicht so zurecht. Es fuhren damals 3 Motorwagen nach dem Lichtenainer Wasserfall. Und mir wurde die Ehre zuteil, dass ich mit noch 2 Ingenieuren auch einen Wagen fahren durfte. Nachdem wir glücklich am Wasserfall angekommen waren, gab es ein Festessen, an dem mindestens 100 Personen teilnahmen. Der Eröffnungstag war der erste Pfingstfeiertag und so fuhr ich mit meinem guten Freunde Gustav Koschmitter den ersten Wagen früh 5 Uhr und 6 Minuten ab Schandau voll besetzt nach dem Wasserfall. In der Nacht vom 26. zum 27. Juli 1927 geschah ein großes Unglück. Ein Feuer vernichtete den gesamten Wagenpark, den Wagenschuppen und die Werkstatt. Vom Wagenpark blieben nach dem Brand nur ausgeglühte Metallgerippe übrig. 1973 wurde nach einem Frontalzusammenstoß zweier Bahnen auf der eingleisigen Strecke das sogenannte Stabsystem eingeführt. An einer Ausweichstelle übergibt der eine Fahrer einen Stab an den entgegenkommenden. Nur mit dem Stab darf der Abschnitt befahren werden. Solltet ihr selbst einmal nach Bad Schandau fahren wollen, empfehle ich mit der Bahn anzureisen bzw. den Parkplatz am Bahnhof zu nutzen. Die Parkplätze direkt im Ort sind ziemlich knapp bemessen und im Gegensatz zum Parkplatz am Bahnhof auch kostenpflichtig. Von hier seid ihr mit der Fähre schnell in Bad Schandau und nach einem kleinen Spaziergang erreicht ihr die Bahn, die im Kurpark abfährt.